Okay, dann ziehen wir uns jetzt erstmal Red Flag Challenge rein. Yay! Kyla Rizzo. Kennst du Maxify? Nein. Okay, Maxify. Ganz große rote Flagge. Bin gespannt. Neuer Haarschnitt. Stimmt, sonst habe ich ihn immer noch hinten gehabt, ne? Irgendwie ein bisschen ja, anders. Jetzt sehr intensiv blau auch. Ich kann mich nicht so gut erinnern. Bestimmt besser. Ja. Warte, ich glaube, ich bin hier unten besser aufgehoben. Ja. Aber lieb, dankeschön. Das ist viel besser. Dankeschön. Und meine? Ich würde, warte. So. Da jetzt. Ich wollte mal ein bisschen richten. Okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Spänkchen sehr süß. Hier auf diesem wunderbaren Kanal Renzo. Wir sind nämlich hier gerade in Amsterdam. Es ist wunderschön. Schnauze, Rizzo ist hier. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Heute machen wir was ganz Besonderes. Ich habe nicht einen ganz besonderen Gast hier dabei, nämlich die liebe Kyla. Jack the Ripper war mein Crush aus der zweiten Klasse. Der ist mir mit zwei Messern hinterhergelaufen. Big Love. Und? Okay, ja, okay. Sachen, die nicht so nice sind, Zeichen, dass etwas nicht so nice ist. Und Green Flags, so Sachen, wo man sagt, oh, das ist aber schön. Wir haben hier auf diesem Tisch zum einen Green Flags, das heißt, wir können sagen, oh, diese Eigenschaft ist eine Green Flag. Wir haben aber auch Red Flags und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es ist nicht, ich glaube, es ist China, oder? Mhm. Das heißt, eine Red Flag ist China! Dieses Video hat drei Phasen. Phase 1. Wir. Phase 1. Okay, du ziehst. Möchte ich dir gemeinsam Dominas besuchen? Ja, das ist eine Red Flag. Also, Digga, ich finde halt, ich bin aber auch so ein super monogames Wesen. Deswegen, das, nee. Nope. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht kinkshamen. Du bist immer so eine Kinkshamerin. Stell dir doch mal vor, es hat jemand den Kink, dass er Dominas besuchen möchte. Ich aber nicht. Mach das gerne mit jemand anderem. Also ich finde, wenn ich eine Frau kennenlernen würde und die würde sein... Ich weiß nicht. Also dann würde ich lieber für ihn die Domina spielen, als dass er einen Domina besucht. Dann ziehe ich mir da die Lederboots an und dann geht's ab. So. Ey, wir können ja zusammen Dominas besuchen. Es wäre für mich keine Green Flag. Ja. Ich würde mir jetzt nicht denken, wow. Obwohl, doch, ich glaube... Also nicht jetzt so, dass sie das krankhaft braucht, einmal pro Woche, sondern so, ich habe da eine Neugier, wir können das ja vielleicht mal machen. Weißt du, so. Warum kann ich nicht seine Domina sein? Warum müssen wir eine externe Domina besuchen? Danke. Was ist das Problem daran? Ich habe einige Probleme daran, aber mein Hauptproblem ist, dass wir eine andere Frau besuchen, damit sie irgendwelche Fantasien von ihm erfüllen. Ja. Ich kann auch Dinge. Ja. Okay, ich verstehe jetzt den Glaube ich? Was kann sie, was ich nicht kann? Er kann das ja auch mit dir ertasten, so, diese Erfahrung. Wer die Frage möchte, dass du seine Domina bist, würde ich sagen. Ey, nee, aber ich kann deine Sicht verstehen. Okay, jetzt stell dir mal vor. Wenn du so anfängst. Du bist jetzt also auf dem ersten Date und ihr versteht euch ganz gut und ihr sitzt irgendwo hier und trinkt einen Kaffee oder so und dann grunzt er immer beim Lachen nach exakt 3 Sekunden. Also ihr lacht irgendwie so. Hallo, ein Schwein. Ein Schwein. Weiß ich nicht, kommt auf das Gesamtpaket drauf an. Wenn der Typ eine 11 von 10 ist, dann ist halt so. Das hat dich abgeholt? Ja. Ole, ja, also. Ole, ole. Kriegt für mir eine grüne Flagge, weil es ist irgendwie authentisch und süß. Können wir sie hören? Ja, die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Kommt bestimmt der Haftbefehl. Ich liebe Menschen, die sie selbst sind und wenn er so grunzt. Ey. Was war das für eine Prediction gerade? Ich finde es verachtenswert. Okay, alles klar. Ey, aber jetzt stell dir mal vor, okay. Picknick beim Wandern. Ihr seid so ein bisschen gewandert, nicht zu viel, jetzt nicht so 4 Stunden wandern. Wo oh mein man Gott, so ich hätte das so viel mehr overacten sollen noch, dass ich das gerade predicted habe. Einfach so, oh mein Gott, Leute, wow. Scheiße, Mann, jetzt ist es nicht clippable, meine Reaction. Kacke. Ihr seid so ein bisschen in den Wald gegangen und dann irgendwo kennt er so einen geilen Spot oder so. Ja. So eine schöne Licht. Ist super schön. Bruder, wenn jemand sagt, ich kenne da einen Spot, Helga, raus direkt. Frühstück da. Jam, 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 jam. Mhm. Und dann trägt diese Person ihre Socken immer eine Woche. Also die Person sagt, dass die Person immer... Ich habe ein Problem mit Füßen. Ich gucke Füße ungern an, werde nicht gern von ihm berührt. Und Fußhygiene, wenn du dann auch noch deine Socken eine Woche trägst, für mich wirklich ein Dealbreaker. Kannst du nicht machen. Dann gehen wir zusammen in den Laden und holen dir Socken. Der Gebieter hat Dobby eine Socke geschenkt. Vor einer Woche oder so habe ich mich mit eine Woche ist schon hart. Unterhalten und rausgefunden in der Unterhaltung, also so nebenher, war das so die Implikation, dass die Person mehrere Tage lang dasselbe Paar Socken trägt. Und ich habe so gesagt so, nee, das macht man nicht. Lass das. Das ist eine Sache, die man jeden Tag wechseln wollte. Und dann haben wir darüber diskutiert. Also die Person war nicht der Meinung, dass das eine Sache ist, die man jeden Tag wechseln sollte. Okay. Ist die Person so überzeugt von dem Geruch der Füße, dass das nicht ein Problem darstellt?
Also vielleicht kann ich so einen ganz leichten Fußgeruch erahnen. Wenn es Leute gibt, die sagen, das sollte man tun, selbst wenn man selber nicht der Meinung ist, können wir auch sagen, ja okay, dann better safe than sorry. Ja. Weißt du, was passieren kann? Dass ein Clip, wie wir so machen, missbraucht wird von der chinesischen Regierung. Geht auf TikTok viral. China! Ich ziehe. Ich bin bereit. Hat sich Revi groß über den Intimbereich tätowiert. Die Frage ist, ist es Revi der Schriftzug oder es ist Revis Fresse? Beides unglaublich unangenehm, aber wenn es ein Schriftzug ist, dann könnte ich das auch irgendwie verbuchen als Meme-Tattoo, aber das hart. Also du bist auf einem Date und die Person sagt... Wieso, du brauchst nicht weiter erläutern. Soll ich das mal erklären? Es ist eine Red Flag. Es ist eine große Red Flag. Ich würde sogar sagen, in diesem Fall, das ist etwa das Level von der Red Flag, wenn jemand Revi tätowiert. Ganz große rote Flagge. Könnte noch größer. Wir sind fertig mit Phase 1. Jetzt kommt Phase 2. Okay. Weißt du, was Phase 2 ist? Eine rote Flag. Zuordnen. Ich kenne nur Phase 10. In Phase 2 gibt es jetzt 3 Personen und 3 Red Flags. Wir entscheiden also... Ich hoffe, ich kenne die Leute, die du genommen hast. Safe kennst du die Leute. Okay. Safe kennst du die Leute. Okay, erster Zettel. Revi, Julian Bam und Maxify. Kennst du Maxify? Nein. Okay. Oh, wie kann man Maxify nicht kennen? Ja. Okay, geh mal auf Instagram und gib mal Maxify ein. Dann siehst du Maxify. Aber dann muss ich ja richtig judgen von dem, was ich von 2 Sekunden sehe. Genau. Okay, Maxify. Genau. Du kennst ihn also persönlich. Ich kenne ihn persönlich, ja. Netter Mann? Das ist ein Lieber. Das ist ein ganz Lieber. Er hat ein gutes Verhältnis zu seiner femininen Seite. Ja, okay, dann lies mal vor. Also Revi, Julian Bam, Maxify. Erste Red Flag, steht krankhaft auf Füße. Also für dich eine Giga-Red Flag. Dann zieht alte Menschen ab. Ja, also so geldmäßig oder was. Ja. Im Park so. So Loredana-Style. Mhm. Ja, Enkeltrick. Ah. Lori. Lässt sich von Jeremy Fragrance penetrieren. Was heißt penetrieren? Weiß nicht, Carol, damit ist Kriegsverkehr gemeint. Vielleicht so... Schlagen? Ja. Nein, das heißt einfach, wo rein eindringen, glaube ich. Also. Okay. Jeremy, mein polnischer Landesmann. Mein Onkel, basically. Also ich kann das erste auflösen. Dieses steht krank auf Julian Bam. Ist Julian Bam, ja. Das also, hätte ich jetzt auch gedacht, actually. Einfach intuitiv direkt gesagt. Ich mache einen Podcast mit ihm und er erzählt da so oft davon, dass er übelst auf Füße steht. Er liebt es total. Von morgens bis abends würde er am liebsten nur Toast sacken. Alles klar. Ja, ich finde allgemein bekannte Menschen tätowiert haben, ja, kann weird sein. Ich finde, wenn man jetzt so keine Ahnung, so Tupac oder so. Ja, wenn du Tupac hier so tätowiert hast oder so, I guess it's fine. Oder so, keine Ahnung, Bob Marley oder Marilyn Monroe. I don't know. Ist halt schon ein bisschen weird, aber ich finde es schon weird. Aber jetzt nicht. Ich würde es komischer finden, wenn jemand so auf seinem Oberschenkel so ein DIN A4 großes Gaso-Tattoo hat, Alter. Das wäre so, weiß ich nicht. Danke, Julian. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wer zieht alte Menschen ab? Maxify. Ich sag warum, intuitiv. Ich habe ja jetzt nur ganz kurz auf sein Profil geguckt. Mhm. Gibt mir so Schwiegersohn-Vibes. Vielleicht hat er so ein King für so ältere Menschen auch. Einfach gute alte Menschen abziehen. Ja, genau, er hat mehr die Möglichkeit. Genau. Weil vor Revi hatten alte Menschen Angst. 100 pro. Also die sehen alte Menschen laufen weg. Auf also jeden Fall. So schnell, wie sie halt können. Aber bei Maxify, der zieht alte Menschen an. Ja. Mit seinem Bubi-Gesicht. Und dann bleibt nur übrig, dass Revi das mit Jeremy Fragrance macht. Ey, wir wissen einfach, was bei Leuten abgeht. Wir wissen, was abgeht. So, du das wäre geil. Okay. Unsere Kandidaten sind Karl Lauterbach, Olaf Scholz und Philipp Amthor. Also die politische Edition. Bekommt nur einen Halbsteifen. Eins. Also nicht, dass eine Red Flag ist, no offense. Ich meine nur, das sind die Red Flags, die hier stehen. Es kam schon judgy rüber, dass du das vorliest und als erstes so eine Red Flag hochhebst. So. Das war ein Witz. Nummer 2, fährt mit Pedalos zur Arbeit. Oh, das habe ich jetzt gekriegt. Wie lustig. Konsumiert massenhaft Drogen, ist das dritte. Also Halbsteifer, Pedalos und Drogen. Das Ding ist, also ich finde, es ist sehr, sehr klar, dass Karl Lauterbach massenhaft Drogen konsumiert. Ja, aber hätte ich jetzt auch gedacht. Ich glaube, die Zusammensetzung deines Hörens, der kann nur irgendwie... Ich glaube, du hältst es auch nur aus als Politiker, wenn du dir irgendwann mal am Wochenende mal eine Pappe hinter den Kopf knallst. Also ich... Ohne die Gefahren abschätzen zu können, im Selbstversuch dann mich auch eingearbeitet habe. Gleichzeitig gibt er aber auch auf jeden Fall. Bitte? Gibt er auf jeden Fall Halbsteifen Vibes? Kann ich nicht sagen. Hast du ja basically nicht gesagt. Du hast es gesagt. Ich habe ihn mal interviewt. Ja? Ja, massiv unangenehm, was ich jetzt gerade sagen wollte. Aber nur wegen seinem Alter. Aber gleichzeitig Olaf Scholz, Kollege, glaube ich auch, der muss sich um Ja, vom Alter sind beides Kandidaten für Halbsteifen.
treffen. Und das ist ja auch fein. Karl Krauterbart. Halt so, also das muss man ja auch mehr embracen dann, glaube ich, irgendwann. Ja, reizt du dich schon drauf vor? Also ich bin schon längst angekommen. Ich bin schon beim Viertelsteifen. Okay. Also, alles klar, du Armer. Ey. Ich gehe damit aber auch offen um. Nee, toxisch um. Ich sage dann immer, sie ist schuld. Also ich gebe dann immer ihr die Schuld. Leute, wisst ihr eigentlich, was passiert, wenn man als Frau Viagra nimmt? Sieht da irgendwas? Du bist doch das so schlecht gerade. So, also es sind voll die schönen Vibes, auch mit mir ist ein Date zu haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Okay, also Karl Lauterbach, massenhaft Drogen. Ja, so ist es halt. Philipp Amthor so halt. Fährt auf jeden Fall mit Pedalos zur Arbeit. Kannst du mir nicht vorstellen? Also es ist zu 100% klar. Also, ich habe es schon oft gesehen. Ja. Also, ich war auch in Berlin mal und da habe ich gesehen, wie er so in so einer Seitengasse... Er hat einfach diesen Drip. Olaf Scholz, dementsprechend kommt nur ein Halbstein. Oh Mann, smart. Wir wissen es einfach. Olaf, ist gar nicht schlimm, das war was Menschliches. Drei Namen: Julia Butix, Bibi und Nadine Bretti. Kennst du Nadine? Oh mein Gott, Bibi sieht einfach aus wie ich. Beide auch so ein richtig so ein breites Lächeln so. Geht zweimal pro Woche fremd oder war mit Julienko zusammen? Okay, ich glaube, ich weiß wenig zu, ob es war mit Julienko zusammen. Ja, gut. Ich glaube auch. Und Julia also, Butix. Leider Julia Butix. Ja, wissen ja, viele scheiße, nicht. Ja. Aber ist so. Das war noch so. Vor der Bibi-Zeit. Ja. Szene-Geheimnis. Alle wissen das. Alle. Bisschen, alle. Okay, also Bibi war mit Julienko zusammen. Ja. Ist schon eine Red Flag, muss man sagen. Wer gibt die eifersüchtigen Vibes? Du kennst Julia besser. Ich weiß es nicht. Mir antwortet sie ja nicht. Mir auch nicht. Ja. Ich glaube, also, Julia ist übel cool. Ich glaube, Digga, ihr seht sie gar nicht. Ja, Digga, perfekt. So total dumm, mein Placement ist schon wieder. Ich glaube, sie, ich kenne sie nicht so persönlich, aber sie könnte auch so eine Anime-Yandere-Crazy-Girl sein. Ich würde sagen, Julia ist, glaube ich, gar nicht so eifersüchtig. Nee, ich glaube, glaub, sie ist cool, die ist basic. Ja, sie geht ja fremd. Genau. Oh. Nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Genau, sie hat ja zu tun, so. Okay. Und Nadine Bretti dann ist übertrieben eifersüchtig, so ja, okay. Die Red Flags. So ist es. Und so ist es leider. Scheiße. Okay. Die Psychologie in unserem Kopf. Oha. Da habe ich meinen Namen gesehen. Ich habe auch meinen Namen gesehen. Pass auf. Wir haben Rezo. Das bist du. Kyla Shikes, das bist du. Und Taddle. Ist keiner von uns beiden. Aber den kennst du. Hey. Nicht persönlich. Ja, aber du weißt, wer das ist. Ich weiß, wer das Gut. ist. Taddle, sein Bass, den er beim Beatbox. So. Ich war auch gerade ganz verwirrt. Ja, genau, so macht er das immer. Er hat mal am Anfang von einem Video hat er so. Ja. Wisst ihr? Ja, er kann ja so Beatbox mit so fettem Bass und so. Genau, das hab ich gerade auch. Oh mein Gott, ich weiß noch, es gibt so einen schlimmen Clip von mir, wo ich Beatboxen versuche. Zum Bagger, nein, zum Bagger, nein, zum Bagger, nein, zum Bagger, nein, zum Bagger. Das ist total schlimm, das lasse ich auch direkt, das kann ich gar nicht. Der verfolgt mich bis heute, das war wirklich die Sternstunde. Seitdem habe ich richtig Traumata davon und mache nie wieder irgendwelche Geräusche nach. Wir haben die drei Red Flags. OGs, no. Schwitzt des Todes beim GV, fühlt sich als etwas Besseres oder lacht viel zu hart über die eigenen Witze. Boah, aber ich finde Schwitzen beim Sex irgendwie ein bisschen geil, oder? Ich muss nur bei der Presse halten. Oh, ich... Was würdest du mir denn zuschreiben, mein Lieber? Also, du fühlst dich definitiv als was Besseres. Also generell habe ich das schon oft gesehen. Also das Ding ist, ihr wisst ja nicht, wie Kyla ist, wenn die Kamera aus ist. Aber wenn wir jetzt so einfach mal so draußen rumlaufen oder so, sie bespuckt teilweise Menschen, nur um Statement zu setzen. Also ich dachte, ich sag's an der Stelle. Aber meistens wäre ich auch drum gebeten. Stimmt. Und mir wird dann auch noch Geld dafür geboten. Deswegen, wie soll ich mich nicht wie was Besseres fühlen? Ich kann's verstehen. Also wäre ich du, ich wäre genauso. Aber ich bin ja nicht du, ich bin was Schlechteres. Genau. Das mit dem Schwitzen beim Geschlechtsverkehr, das muss ich auf meine Kappe nehmen. Das ist ein guter Satz. Ja, sehe ich auch bei dir. Es ist halt... Aber gleichzeitig bei dir, und ich sag ganz ehrlich... Ich lache zu hart über meine eigenen Witze. Ich will nur sagen, wir haben schon mal Videos gedreht, wo du dreimal hintereinander gedabbt hast und ich dann kaputt gelacht hast. Jedes Mal. Es ist lange her. Es war eine Phase, ne? Das. Ich finde Dabben cool. Es tut mir leid, kannst du mir verzeihen. Heute ist nicht der Tag. Bin ich jetzt wirklich, das fühlt sich als etwas Besseres? Weiß ich nicht. Willst du lieber schwitzen beim Geschlechtsverkehr? Nein. Willst du nicht? Ich glaube, ich schwitze auch nicht so doll. Willst nee, aber ich glaube, Kyla ist ja auch so, weiß ich nicht, die gibt mir auch so Vibes, dass sie gar nicht schwitzt. Nie. Ich glaube, selbst wenn die Sport macht, schwitzt sie. Ich glaube, die riecht auch nach Rosen. Kann über die eigenen Witze, willst du das lieber sein? Ich glaube, ich nehme es, ich fühle mich als etwas Besseres. Ja. Also würde ich so nicht mal sagen. Ich bin schon relativ... Ich würde es auch nicht sagen. Okay, ich aber schwitze auch nicht mal. Doch, das würde ich schon sagen. Also nicht, dass ich es weiß, ich war jetzt nicht dabei. Are you sure about that? Aber hast du oft gehört? Ich habe es von jedem gehört. Man in der Szene In der Szene, wenn man über Rezo redet, sagt man so, der schwitzt. Ja, das kann ich auch bezeugen. Der Stinke, das sagt man. Genau. Man sagt immer, er ist nass mit Viertelsteifen. Das
bist du. Ich trieb Riechi so. Das bist du und China-Supporter. Sagt man dann auch noch. Vor allem mein Ding. Ja, genau. Und Taddle lacht dann zu hart über die eigenen Witze. Ist halt Taddle. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, du bist, Entschuldigung, ich nehme dir hier Sachen weg. Ja. Oh, oh mein Gott, das sind so loste Namen. No offense. Aber kennst du die? Terabyte Lost. Oh mein Gott, sagst du Terra? Giga oder Terra Lost? Also nimmst du Terra als Präfix für. Ja, das habe ich. Oh mein Gott, das ist ja so verrückt. Ein paar Wochen. Das ist neu in meinem Ding. Wie wunderbar. Findest du das gut? Ich will das etablieren. Oh, du sagst es auch? Ich sag's also so seit einem Dreivierteljahr oder so, sagen wir das im Podcast manchmal ja. Und im Stream sage ich das mal viel zu selten, um es zu etablieren. Aber immer so punktuell. Ich finde es groß. Kann ich dann auch Nano Lost sagen? Das machen wir zusammen. Ja. Wir machen das. Wir verändern die Welt. Also die Namen, jetzt weißt du auch, was okay. Terra Lost daran ist. Sehr gut. Apo Red, Leon Mascher und Simon Tegger. Ja. Oh, ja, okay, jetzt. Okay, ja. Das ist ernst. Du alles ernst verloren. Ja, kenne ich alle drei nicht persönlich, auch hier, aber. Gott sei Dank. Mit großen Seiten World Wide Web. Also, Nummer 1 hat nicht so viel Geld, wie er behauptet. Apo Red. Nummer 2 fühlt sich viel zu krass. Und Nummer 3 verarscht seine Zuschauer. Das kann alles auf alles. Ich wollte auch gerade sagen, das kann man, glaube ich, alles auf jeden zuwenden. Alle drei, allen dreien zuordnen. Ich finde, das ist eine super gute Idee, ja. Den es geht, ja. Also, es funktioniert in jeder Kombi. Man kann sich's aussuchen und drehen, wie man will. Alles valide hier drauf. Es ist in Ordnung. Ja. Einfach. Ja, es ist alles, alles. Es ist alles, alles. Apo. Es ist Red. Aber es ist ja auch schön, dass, guck mal, wir haben immer nur so eine Eigenschaft im Leben. Wir sind so eindimensional. Aber Apo Red, Leon Mascher und Simon Desi, die sind so vielschichtig. Vielschichtig und die sind sich auch so ähnlich. Was sind meine Freunde? Hier sind eure Simon Desi mit einem neuen Video. Wir sind fertig mit Phase 2. Phase 3. In Phase 3 ist eine Person jetzt entweder eine 10 von 10 oder eine 1 von 10 und diese hat dann entweder eine gute oder eine schlechte Eigenschaft, die ihre Zahl verbessert oder verschlechtert. Okay. Das heißt, wir kriegen dann eine Eigenschaft und es ist nicht mehr so Red Flag, Green Flag, sondern es ist halt, wie verändert sich. Wir haben doch um 8. Ey, Digga, ich hab das nicht geschrieben. Ich weiß nichts, was auf diesen Zettel draufsteht. Ich hab das nicht abgenommen. Dein Team ist pervers. Er sieht eine 1 von 10, aber der Akt ist mit niemandem besser. Das heißt, eine 1 von 10 bedeutet ja sozusagen, er ist eigentlich ganz total schrecklich. Das ist für mich... Ach, ja, aber dann das... Dann nicht, den kannst du... Nee, also, Leute. Für mich... Nee. Aber du behalt... Man behält wegen... Wo ist doch nicht das ganze Schwein, ne? Persönlich würde das gar nicht funktionieren, weil für mich ist es was so Emotionales, dass es halt nur dadurch, dass die Person, also dass ich eine emotionale Verbindung habe, dass es so gut wird. Ja, ich bin sehr oberflächlich. Okay, ja. So, ich habe halt auch nicht die große Auswahl, weil mit Schwitzen und Vierteldick so. Ja. Für dich nochmal ein größerer Impact. Genau, da muss ich natürlich breiter mich aufstellen, damit ich Leute bekomme, die damit klarkommen. Und deswegen würde ich schon sagen... Du Armer. Ja, ich habe es schon schwer. Mann. Und dazu bist du noch so alt. Kommt auch noch drauf. Schwierig. Es ist nicht schwierig, einfach zu sein. Ich sag 1 von 10, für mich ändert es nichts. Nee, ich wäre bei einer 4 von 10. Ich sehe da ein Upgrade, aber nicht in dem Bereich, dass es wow wird. Okay. Er, sie ist eine 10 von 10, aber raucht nach der Arbeit immer Feierabend. Also, Crack. Also, jemand, der 5-mal die Woche Crack raucht. Aber in so einer, kann ich noch was adden? Yeah. In einer schönen Pfeife. Das ist eine schöne Crack-Pfeife, die ist so handgeschnitzt. Die Geschmacksfelder eines zu Hause gemachten Pflaumenkuchen. Digga, nee. Nö. Ja, das wird für mich relativ großes Downgrade. Was? Bist du nicht so der Ich bin schon eine kleine Crack-Maus. Oh, aber nur im metaphorischen Sinne. Mhm. Ja, das ist natürlich mindestens sagt sie jetzt, ne? Dann. Vielleicht nach dem Dreh hier. Ich würde schon sagen, das geht unter 5. Ne? Also wir sind bei 3-2, so in dem Bereich. Vielleicht. Ich meine, alles andere ist halt awesome. Ne? Das muss man auch nicht vergessen. Ja. Alles andere ist der Wahnsinn. Aber halt Crack. Halt Crack. Ja. Ja, Leute, macht das nicht. Ich hab gesagt, drogenabhängig ist halt nicht so toll. Aber so ernst meine ich auch nicht. Also 2 von 10. Sie ist eine 1 von 10, aber... Ich bin dran. Entschuldigung. Hallo. Ich nehme dir Dinge weg. Du nimmst gemein, weg. Gemein. Er ist eine 1 von 10, aber finanziert dir alle deine Wünsche. Sugar Daddy. Ich bin so... Er bleibt 1 von 10. Sugar Daddy, ne? Es ist nett. Es ist nett und es ist toll. Finanziert mir alle meine Wünsche. Das heißt, wenn... Aber er heißt, 1 von 10 heißt ja auch Charakterscheiße, Lebensvorstellungsscheiße, passt gar nicht, Sexscheiße. Nee. Mein Wunsch ist, dass er eine Schule baut in einem Entwicklungsland. Oh mein Gott, du kannst es benutzen, um die Welt besser zu machen. Das ist schlau. Das ist dein Hebel, um die Welt besser zu machen. So nämlich. Und der hat so viel Geld, der ist Elon Musk. Der ist Elon Musk. I'm Elon Musk. So, da bin ich nämlich die selbstlose Maus. Ja. Und ich sage, ich nehme die 1 von 10 in Kauf. Mhm. Damit nutze ich den aber als Hebel. Na gut, dass man halt dann jetzt einen Porsche zu Hause hat und 30.000 Birkins, das was anderes.
Lobbyismus betreiben in die besten Richtungen der Welt. Weltfrieden. Unfassbar. Sozialstaat. Ich verändere die Welt durch ihn. Und dadurch so komme ich dann auch damit klar, dass er vielleicht einen Dreiviertelsteifen hat, alt ist und... Er hat noch einen Dreiviertelsteifen. Ja, weiß ich jetzt. Ich habe nur Viertel, Digga. Bitte, also jetzt, wenn du ihm jetzt ein Dreiviertel gibst, gib ihm Achtel. Bitte, für mein Ego. Ach. Kann ich dir jetzt gerade nicht geben. dafür müsstest du mehr Geld haben. Nein. Ich würde sagen, dann bin ich die selbstlose Maus und dann benutze ich den. Deswegen sage ich mal einfach, er ist dann dadurch vielleicht doch eine... Ja, ist ganz egal, welche Zahl, aber du nimmst ihn. Das ist das Wichtige. Für Welt. Take one for the team. Ich mach's für euch, Leute. Oh, wow. Ich habe nicht Hitlerzeichen gemacht. Ich habe als Tribut, ich bin wieder bei dem Tribute von Panem. Ich habe den Sound gemacht, ich habe nur die Fehler zu spät hoch. Bro, aber das war auch der falsche Winkel, Digga. Also alles gut, ich habe direkt gesehen, dass das Tribute von Panem ist. Da zum rechten Winkel nicht gestimmt. Ach, ich habe meine Fresse. Es ging mir darum, ich melde mich freiwillig als Tribut. Ey, ich lass das so stehen. Rezo, ich bin gecancelt. Ja, schon gecancelt. Er ist eine 10 von 10, aber muss ich ständig von dir Geld leihen. Wie viel? Ich finde es mal unterschiedlich. Wenn jemand jetzt so jeden zweiten Tag sagt, ey, hast du kurz für einen Bäcker einen Euro? Und die Frage ist, kriegt man das Geld wieder? Also ist es einfach nur, dass ich einfach nur eine heftige Sugar Mami bin und alles bezahle? Da habe ich nicht so Bock drauf, to be honest. Aber an sich teile ich auch gerne. Und ich kaufe auch gerne Leuten Sachen und so. Also eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Weißt du, so, das ist, finde ich, was ganz anderes als so jeden zweiten Tag hast du ein Huni für Crack. Ja, das ist schon ein Unterschied. Das ist ein guter Punkt. Selbst wenn man nicht weiß, wofür, ist es weird, wenn jemand so jeden zweiten Tag ankommt und sagt, hey, kannst du mir noch 100 Euro geben? Ja, weil so, was machst du mit dem Geld? Wie ist dein Finanzmanagement und sowas? Hallo Parmesan! Ich glaube schon, ich bin jetzt nicht so die große Spenderin, sag ich mal. Nee, also, ich auch nicht. Ich kaufe jetzt nicht so Markensachen oder gibt's für fancy Sachen. Männer können halt besser gönnen als Frauen. Bruder, ich habe in meinem Leben schon so viel gegönnt. Bin traumatisiert vom Gönnen. Das ist nicht so mein Vibe. Deswegen, insofern würde ich sagen, ja, 6, 7 von 10, sag ich. Weißt du, was auch sein kann? Und jetzt finde ich es nämlich gar nicht mehr so schlimm. Was ist denn, wenn man sich halt darauf einigt im Leben, dass du die Verdienerin bist in der Partnerschaft? Also, ihr heiratet, ihr bekommt Kinder, er ist zu Hause, er ist der Hausmann, bla bla bla. Du bringst das Geld rein, dann ist ja alles Geld, was er hat, von dir geliehen insofern. Ne? Also es ist ja alles von dir, wenn man es so auslegen möchte. Und dann wäre es doch völlig in Ordnung. Und er will nicht arbeiten? Er will für dich da sein die ganze Zeit. Er will einfach an deiner Seite sein, Traum. Dich unterstützen bei dem, was du machen möchtest. Und ist das nicht auch irgendwie schön auf eine Art und Weise? Ist es schön bis zu einem gewissen Maß. Ich will aber auch, dass er sein eigenes Leben irgendwie führt. Das unabhängig von mir seine Träume und Ziele verfolgt. Dafür braucht er das Geld. Deswegen war ich leider... Ja, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe. Es ist eine 6 von 10. Ich verstehe. Aber stell dir vor, sie ist eine 10 von 10, aber beeft sich auf Twitter mit random Leuten. Für mich ist das direkt eine 1 von 10. Du willst niemanden... Boah, das ist schon hart. Das ist schon hart. Aber ist es so lustig, lustiges Beefen und gewinnt er beim Beefen? Das ist halt die Frage. Ist das so ein Toxic League Player, der halt aber Recht hat? Vielleicht beeft er sich halt auch über so feministische Themen oder so und er ist so übelster Feminist. Dann wieder Hort. In deinem Leben haben, der auf Twitter sich mit random Leuten streitet. Also dann wastest du einfach so viel Zeit. Ja. Du wastest so viel Energie. Und du bringst so viel Stress auch mit. Jemand ist ja dann auch gestresst. Ja. Also wenn er sich ständig so, der ist so am Streit, dann muss ich jetzt noch eine Antwort schreiben oder so. Oder sie. Und dann seid ihr gerade auf einem Date und so und dann kommt sie wieder rein. Und du merkst irgendwie, der ist eine Angespanntheit und die kann damit auch nicht abschließen. Ja. Also muss immer wieder, gleich in einer Viertelstunde guckt sie wieder drauf, ob geantwortet wurde, damit sie wieder, Digga, nee, haltet solche Leute aus eurem Leben raus. Ja, für mich ist es eine 5 von 10. Okay. Nicht eine 1. Ja, ich bin bei 1. Ja, also mit random Leuten sich zu beefen, ist halt auch Quatsch. Von 10, aber läuft auf allen Vieren. Ey, das Ding ist, wenn er sonst alles im Griff, oder wenn sie sonst alles im Griff hat. Du spinnst. Ist ein bisschen weird im Alltag so, ne? Was ist das denn für ein Ansatz? Ist das ein Leinending? Muss ich sie an der Leine nehmen? Nein, die kann selber auf Vieren laufen. Ja, es ist Feminismus. Muss nicht direkt was mit einer Leine sein. Sie ist kein Hund. Wenn die Leine reißt, ist der Hund weg und kommt nie wieder zu dir. Ja, ich dachte, das ist so ein... Ich habe neulich im Podcast so einen Joke gemacht. Es ging um eine Dating-Story, die eine Frau erzählt hatte, wo der Typ nackt auf allen Vieren dann plötzlich, also sie ist aufs Klo gegangen, kam wieder, er war nackt auf allen Vieren mit einer Hundemaske. An der Stelle können wir ganz kurz auch einmal die hier rausholen. Alert! Alert! Also plötzlich, ne? Ja. Also das ist der größte Part an der roten Flagge an der Stelle, dass sie wirklich gegangen ist, wiedergekommen ist. Er hat nicht mal einen nackten Mann gemacht, sondern einen nackten Hund. So. Hat er gebellt? Weiß ich nicht mehr, kann ich nicht verifizieren gerade. Und dann habe ich darüber einen Joke gemacht, so, oh ja, das mache ich auch voll oft, weißt du sowas? Ja. Und dann habe ich gestern actually eine DM bekommen, wo jemand mir gesagt hat, ey, war das ein Outing von dir? Weil ich mache das auch. So, bist du auch so einer von diesen Puppy-Play, irgendwie sowas heißt es dann? Und an der Stelle kann ich das sagen, ja, ich mache das auch.
Ich bin ja auch auf allen Vieren reingekommen. Jetzt gerade sitze ich, das ist immer fürs Video, aber sonst, du kennst es, immer wenn wir uns dann verabschieden. Oh mein Gott, Ferry einfach. Und was war deine Bewertung überhaupt? 13 jetzt. Das ist halt eine minus 8000, Leute, tut mir leid. Also, nö. Das ist meine große Leidenschaft. Kyla, wirklich. Du weißt es, ich möchte einfach auf allen Vieren sein. Was ist deine Bewertung? 2 von 10. So schlimm. Ich kann der Person nicht mal richtig in die Augen schauen. Ich gucke die ganze Zeit auf die Person runter und bin so weit weg. Ich bin eine große. Ja, und außerdem, wenn der auf allen Vieren laufen würde, dann würde der. Ich habe eh schon so ein krasses Doppelkinn, Digga. Dann bin ich für den da ja nur Kinn. Wenn man das dann nur von unten. Nee. Allein deswegen könnte ich das nicht. Ja, okay, was soll ich denn dagegen sagen? Darauf will ich mich nicht einlassen. Wenn wir Kinder haben, dann kann die Person die Kinder nicht mal so richtig tragen. Ja. Oder mir so richtig helfen. Stimmt, ja. Doch, tschüss. Aber so auf dem Rücken können die reiten, das hat auch was. Ich verstehe, dass du deine Community verteidigen willst, aber es gibt Grenzen. No King Shaming, you do you. Also ich finde das total diskriminierend gerade von dir. Aber okay, ist deine Art, also... Ist das eine Hundepfeife? Die ist für dich. Ja. Wenn du wieder auf allen Vieren im Park läufst und nicht gefunden wirst, dann machen wir immer... Weißt du, und dann kommt Boah, ich hätte gedacht, das wäre so eine Hundepfeife, die man so nicht hört. So aus dem Busch. So kennt man mich. Ey, was für ein Fazit hast du aus diesem Video? Mein Fazit aus diesem Video ist, dass du eine viertelsteifen Schwanz hast, extrem extensiv schwitzt beim GV und dass du auf allen Vieren immer läufst. Das ist mein Fazit. Hey. Was ist dein Fazit aus dem Video? Ich freue mich voll, dass das jetzt alle Leute mitgenommen haben aus diesem Video. Ja. Nee, ich freue mich, das ist voll schön. Mein Fazit ist... dasselbe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir haben auch ein Video bei Kyla gedreht. Das ist jetzt hier oder hier. Irgendwo im Bild verlinkt. Da haben wir was mit Canceln gemacht. Krasses Video. Das war sehr lustig. Ich hatte ganz viel Spaß. Ich will auch mal wieder mit Rezo ein Video machen. Grüße gehen raus. Sehr cool. Mann, war das super, ey. Ich bin wirklich von den Drogen. Ich kann mich gar nicht mehr halten. Wirklich.